Hänsel und Gretel. Ein Märchen der Brüder Grimm. Es war einmal eine arme Familie mit zwei Kindern, die Hänsel und Gretel hießen. Sie wohnten mit ihrem Vater und ihrer Stiefmutter vor einem großen Wald, und sie waren sehr arm. Hänsel und Gretel liebten ihren Vater, aber ihre Stiefmutter war nicht so nett zu ihnen. Leider gab es eine große Teuerung im Land, deswegen konnten sie nicht viel zu essen kaufen. Siegfried, wir müssen deine Kinder loswerden, sonst werden wir verhungern. Gundula, was sagst du? Meine Kinder bedeuten mir alles. Halt die Klappe! Unsere Leben sind wertvoller als ihre. Ich weiß, was wir machen werden. Morgen gehen wir in den Wald. Und während wir dort sind, lassen wir sie allein. Aber sie werden sterben. Meine Sucherpuppchen. Ach du Depp! Wir müssen das tun. Früh am Morgen weckte die böse Frau die Kinder mit einem Eimer kalten Wasser. Steht auf, ihre faulen Säcke! Wir müssen in den Wald, um Holz zu hacken. Nachdem die Kinder aufgestanden waren, gab ihre Stiefmutter jedem ein Stückchen Brot. Und die Familie brach auf. Weil Hänsel den Plan der Stiefmutter gehört hatte, ließ er Brotbrücklein auf den Boden fallen. Auf geht's, lahme Enten! Wir haben heute viel zu tun! Willkommen, Stiefmutter! Sie erreichten das Herz des Waldes. Bleibt hier, Kinder. Eure Stiefmutter und ich gehen Holz hacken. Wenn ihr müde werdet, könnt ihr beim Feuer schlafen. Wir holen euch in ein paar Stunden wieder ab. Ja, Vati. Die Eltern gingen jedoch ohne die armen Geschwister nach Hause zurück. Nach ein paar Stunden fing Gretel an, verzweifelt zu weinen. Hänsel, wo sind unsere Eltern? Ich habe Hunger und mir ist kalt. Hab keine Angst. Als wir herkamen, ließ ich Brotkrümel auf den Weg fallen, damit den Weg zurückfinden können. Ach. Obwohl die Geschwister alles absuchten, konnten sie die Brotbrücklein nicht finden. Was sollen wir machen, Hänsel? Die Vögel haben die Krumen aufgefressen. Oh, gib nicht auf, Gretel. Gott ist mit uns. Nach einiger Zeit entdeckte Gretel etwas Merkwürdiges. Schau, Hänsel! Was ist das? Es ist ein Häuschen. Aus Pfefferküchen? Lecker. Knippe, knippe, Kneischen. Wer knuppert an meinem Häuschen? Der Wind, das himmlische Kind. Hallo, meine Süßen. Wer bist du? Ich heiße Waldraut und ich bin euch wohlgesinnt. Wollt ihr in mein Häuschen kommen? Ich habe Milch und Kekse. Ach ja, bitte. Wow. Guck, ein Tisch aus Zucker? Lecker. Und wenn ihr fertig seid, eure Betten sind nebenan. Früh im Morgen packte die Hexe den unglücklichen Hänsel und schob ihn in ein Ställchen. Was magst du? Hilfe, Gretel, Hilfe! Sei still, dumme Junge! Ich werde dich fressen! Was passiert hier? Warum ist Hänsel eingesperrt? Ruhe! Ich werde den Jungen mästen! Und du, kleines Mädchen, wirst mir helfen. Nein! Hol einen Eimer Wasser und koch für ihn etwas Fettiges. Ich werde es niemals machen. Wenn du nicht arbeitest, werde ich dich auch fressen. Zeig mir deine Finger, Junge. Aber der schlaue Hänsel streckte ihr ein dünnes Knöchlein entgegen. Als die fast blinde Hexe es füllte, war sie enttäuscht. Warum bist du immer noch so mager? Mädchen, gib ihm mehr zu essen. Als die nächste Woche vergangen war, trickste Hänsel die Hexe wieder aus. Also glaubte die böse Hexe, dass Hänsel nicht zunahm. Ein Monat ist jetzt vergangen. Ich will nicht länger warten. Mädchen, mach den Ofen an. Ich werde deinen Bruder essen. Ach, wenn ich es machen muss. Entschuldigung, Waltraut, ich weiß nicht, wie ich den Ofen anmachen kann. Dumme Gans, es ist so einfach. Schau mal, wie ich das mache. Also schöpfte das mutige Mädchen die böse Hexe in den Ofen. Waldraut verbrannte jämmerlich und Gretel befreite Hänsel. Als die unerschrockenen Geschwister das Häuschen durchsuchten, fanden sie viele Edelsteine und Perlen. Und als sie nach Hause zurückkehrten, war ihre Stiefmutter gestorben und ihr Vater war erfreut, sie zu sehen.
Sie lebten glücklich miteinander bis ans Ende ihrer Tage. Und was die Hexe angeht, sie wurde niemals wiedergesehen.